Hallo, ich grüße heute alle, die sich für Babylit Weaning interessieren, denn in diesem Video beantworte ich den Leserbrief einer jungen Mama, die sich an uns wendet und fragt, wie das mit dem Beikoststart denn überhaupt bei unseren Kindern war. Und ich lese vor und erzähle dann ja eben ein bisschen, wie das bei uns war mit unseren drei Kindern. Und lasst euch dabei bitte nicht stören, wenn meine Tochter, die heute dabei ist, weil sie noch nicht einschlafen kann, hier neben mir sitzt und manchmal eben erzählt, was sie gerade malt. Also, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch schreibe. Ich habe eine 7 Monate alte Tochter und wir sind mitten in der Beikost dran. Aber irgendwie ist es nicht so stimmig für uns beide. Mein Baby findet alles super spannend und ich möchte auch viel probieren, aber an der Brust trinken findet sie einfach viel schöner. Könnt ihr mir vielleicht berichten, wie ihr das gemacht habt oder vielleicht in einem Video darüber reden? Ich weiß, Beikost ist ein großes Thema und ich fühle mich derzeit etwas gestresst, besonders von meiner Umwelt. Obwohl ich jemand bin, dem das eigentlich alles so ziemlich egal ist, was andere meinen. Doch diesmal denke ich viel darüber nach, ob das alles so richtig ist. Ich grüße euch herzlich. Ja, liebe Mama des Leserbriefes, bei uns war das so, dass ich mir mit meinem ersten Kind Stress gemacht habe, weil die Kinderärztin eben zu dieser einen Uhr, die ich damals noch wahrgenommen habe, heute gar nicht mehr, sagen lassen habe, dass es jetzt wirklich mit 4 Monaten Zeit ist, dass das Baby was Richtiges bekommt. Und man kriegt ja dann auch immer so die Schreiben von der Krankenkasse mit den Vorschlägen für welchen Preis. Zum Beispiel fängt man doch, glaube ich, an mit Getreide-Milchbrei, was ich für ziemlich ungesund halte, für so einen kleinen Körper, der gar nicht darauf abgestimmt ist. Und dann später geht es weiter mit einem Gemüsebrei, mit Fleisch am besten und möglichst noch mit Öl aus Fischabfällen, was natürlich nicht so deklariert ist. Aber die Wirtschaft versucht hier, ja, für sich das Beste draus zu machen. Und was eigentlich wirklich das Natürlichste wäre für die kleinen Babys, die meistens noch gar keine Zähne haben, an die wird natürlich nicht vorrangig gedacht. Aber ich habe mir da trotzdem den Stress gemacht und habe gedacht, Mensch, mit 4 Monaten muss ich ja mal anfangen, weil das eben die Ärztin so geraten hat. Und das allererste war bei uns tatsächlich dann doch eine Gurke und kein Brei, weil das Kind auch gar kein Brei essen wollte. Ja, aber das hat sich mit der Beikost so bei uns entwickelt, dass es zum Fingerfood geworden ist. Irgendwann bin ich dann tatsächlich auch zu einem Baby-Led-Weaning-Buch gekommen und kam dann später zu Julia Dippern, Geborene Babys, was ich als einziges Buch zum Thema dazu wirklich empfehlen kann, weil es einfach so viel Stress rausnimmt. Denn heute weiß ich, dass es viel besser ist, das Baby so lange wie möglich zu stillen und eben nicht mit diesen durchgekochten Sachen da den kleinen Babykörper schon so an Stoffe zu gewöhnen, die natürlicherweise noch gar nicht hineinkommen dürfen. Natürlich funktioniert das mit dem Brei für so ein kleines Kind auch, weil es einfach die Notlösung ist. Also wenn die Mama in der Natur wegfallen würde, würde das Kind auch irgendwie anders groß werden. Aber das Natürlichste ist es nicht. Früher gab es ja auch keinen Kühlschrank und keinen Mixer, um alles jetzt in Brei zu pürieren. Und das ist immer so das Argument für Baby-Led Weaning. Und dass die Kinder eben nicht gefüttert werden, nicht brav ihr Schnäbelchen aufreißen und wieder zumachen und das schlucken, was sie eben vorgesetzt bekommen, weil sich daraus ein gestörtes Essverhältnis entwickeln kann. Ja, und deshalb fand ich Baby-Led Weaning dann selber auch, es war mal sehr schön. Es war natürlich eine große Sauerei bei so einem kleinen Kind, wenn man da wirklich schon so zeitig anfängt. Unsere Große hat wirklich bis zu meiner erneuten Schwangerschaft total wenig gegessen. Das waren immer nur Mini-Portionen und hat sich eben dann wirklich nur an der Brust gesättigt. Und ja, sie war dann anderthalb, als sie wirklich angefangen hat zu essen.
Und auch heute ist sie noch ein, ja, mäglicher Esser und mag besonders gern Rohkost, was sehr toll ist. Aber natürlich geht auch schon mal das ein Okay. oder andere Kuchenstück vegan hinein oder vegane Würstchen oder ja, solche Sachen, die wahrscheinlich Schwabbeliges. Schwabbeliges im Urlaub, ne? Gab es Schwabbeliges. Schwabbeliges ist Tortenguss. Ja, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Essverhalten meiner Kinder. Unsere Mittlerste habe ich ein ganzes Jahr lang vollgestillt und dann hat sie so angefangen mit Rohkost. Und das hat sich eigentlich ganz zügig entwickelt, dass sie da gut mitgegessen hat am Familientisch. Unser Kleiner ist jetzt ein halbes Jahr alt und er bekommt nichts vom Tisch, außer sein Spielzeug, was er dann hinunterwirft. Mit den Beikost-Reifezeichen ist meiner Meinung nach nicht gemeint, dieses gierige Ich Stacheln auf kann den irgendeinen einfach Gegenstand, was nicht. das Baby unbedingt haben möchte. Wenn es danach ginge, würde ja jedes Baby auch Taschentuchpäckchen essen oder alles andere, was sich eben so ein Baby in den Mund hineinsteckt. Und deshalb, weil ich weiß, dass Muttermilch einfach total gut sättigt und alles Gute immer noch über ein Jahr hinaus enthält, habe ich auch vor unseren dritten oder unser drittes so lange wie möglich zu stellen. Ja, noch viel mehr Informationen zu diesem großen Thema Beikost gibt es in einem Blogartikel auf unserer Seite zu lesen. Den verlinken wir euch. Und dann freuen wir uns natürlich wieder auf Kommentare, besonders von den Müttern, die eben ihre Kinder lange gestillt haben oder die auch Baby-led Weaning begonnen haben oder Eltern, die viel eben sich auf die Rohkost da verlassen haben und ja weiterhin gestillt haben. Vielleicht könnt ihr der Mama, die hier diesen Leserbrief verfasst hat, ein bisschen ermutigen. Ja, so ein bisschen Rücken stärken, das tut auch unter Müttern ganz gut. Ja, und dafür danke ich euch und ich wünsche alles Gute und sage bis bald. Tschüss.